Ja, mein Name ist Björn Klusmann, ich bin Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Das ist der Dachverband der erneuerbaren Energienbranche in Deutschland und es ist praktisch unsere tägliche Arbeit, gegen den Klimawandel vorzugehen. Wir setzen uns für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland ein, in allen Bereichen Strom, Wärme und auch Verkehr. Und unser Ziel ist es, bis 2020 zum Beispiel im Stromsektor 47% des deutschen Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien abzudecken. Und das würde bedeuten, dass wir allein im Stromsektor 2020 schon 200 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und ganz, ganz große Potenziale bestehen daneben noch im Wärmesektor. Es ist ganz leicht, Heizöl und Erdgas aus dem Keller zu verdrängen und stattdessen auf Erdwärmepumpen zu setzen, auf Solaranlagen oder auf Pelletheizungen. Und auch da setzen wir uns dafür ein in der Politik, dass gute Rahmenbedingungen für den Ausbau solcher erneuerbaren Energien eben auch im eigenen Heizungskeller und auf dem eigenen Dach installiert werden. Und im Verkehrssektor beispielsweise gibt es mit dem Einsatz von Biokraftstoffen oder auch mit dem Ausbau der Elektromobilität große Chancen, CO2 einzusparen. Das ist also unsere tägliche Arbeit. Ich persönlich versuche das Ganze noch abzurunden, dadurch, dass ich versuche, mehr Fahrrad zu fahren, weniger Auto zu fahren und meinen Strom von einem Ökostromanbieter beziehe, genau wie auch unser Büro. Und was machst du gegen den Klimawandel?